Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage vom Justus, Justus übrigens schöner Name, aus dem wunderschönen Kelheim geht, der wahrgenommen hat, dass wir Freien Wähler ein sogenanntes Bürgerjahr vorgeschlagen haben. Unser dafür zuständiger Fachpolitiker Bernhard Pohl ist ihm damit aufgefallen und jetzt möchte der Justus gerne von mir wissen, was wir uns denn da vorstellen und worin unser konkreter Vorschlag besteht. Ja, Justus, das erkläre ich dir natürlich schon insoweit gerne, als es sich dabei um eine sehr langjährige Forderung von uns Freien Wählern handelt. Einen Vorschlag, den wir schon vor über 10 Jahren unterbreitet haben, für den wir leider nie eine politische Mehrheit gefunden haben und der jetzt unter dem Eindruck der Eskalation in der Ukraine, glaube ich, aktueller denn je ist, weshalb wir ihn jetzt auch wieder ganz bewusst auf die Agenda gesetzt haben, in der Hoffnung, dass jetzt endlich Bewegung in diese Sache kommt. Und deshalb, Justus, möchte ich es auch einordnen in die Ukraine-Krise und in eine ja, generelle Einschätzung von uns Freien Wählern, nämlich diejenige, dass sich am Beispiel des außenpolitischen Amoklaufs Putins, des Überfalls des Kreml auf die Ukraine, eben leider qua Holzhammer-Methode eindrucksvoll zeigt, dass die internationale Ordnung auch im Jahr 2022 eben kein Ponyhof ist, das von Fukuyama für 1989 erhoffte Ende der Geschichte ist leider ausgeblieben und wir können uns eben gerade nicht darauf verlassen, dass es immer in Frieden und Freiheit und Wohlstand weitergeht, ohne dass wir dafür etwas tun. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt ganz proaktiv dafür arbeiten, dass dieses 21. Jahrhundert, dass unser Jahrhundert den liberalen Demokratien mit all ihren Errungenschaften Frieden, Freiheit, Wohlstand, Sicherheit gehört und dass jetzt nicht wieder das Comeback der vermeintlich starken Männer der Autokraten wie demjenigen im Kreml droht. Und deshalb müssen wir erkennen, so die feste Überzeugung von uns Freien Wählern, dass zwar sehr zu Recht das Primat immer auf Diplomatie liegen muss, dass die Verhandlungslösung immer die bessere ist, mit Helmut Schmidt gesprochen, lieber 100 Stunden verhandelt als eine Minute geschossen, dass aber Diplomatie nur dann erfolgreich sein kann, wenn im Hintergrund von Diplomatie auch eine wehrhafte und eine wehrfähige Demokratie steht. Ja, Wehrfähigkeit ist eben eine notwendige Bedingung für erfolgreiche Diplomatie. Nur wer auch wehrfähig und wehrhaft ist, mit dem wird am Ende des Tages auch verhandelt auf Augenhöhe. Ansonsten kann man auch am Verhandlungstisch leider keinen Erfolg erzielen. Und deshalb sind wir Freien Wähler uns sicher, dass es falsch war, in den letzten Jahrzehnten die Bundeswehr immer und immer mehr kaputt zu sparen, es zuzulassen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, die jetzt vielleicht wieder in Sachen Landesverteidigung gefragt sind und nicht einzig im Bereich der Ausbildung, wenn Deutschland seinen historisch bedingten Beobachterplatz an der Seitenlinie von Außenpolitik verlässt und die Verantwortung übernimmt, die uns zuwächst qua Wirtschaftskraft und Bevölkerungsstärke, ja, dass es falsch war, sozusagen das kaputt zu sparen. Und wir sind auch am Nachdenken, ob es nicht falsch war, die Wehrpflicht einfach so ersatzlos abzuschaffen und damit auch so eine Art ja, Todesstoß in Richtung Bundeswehr auszusenden, mindestens aber ein Signal einer ausgelaufenen gesellschaftlichen Wertsetzung an die Bundeswehr zu entsenden und zeitgleich natürlich auch im Bereich der Pflege weiteres großes Masterthema unserer Zeit, dafür zu sorgen, dass uns dort die Zivildienstleistenden fehlen, nicht im Sinne dessen, dass die Aufgabe hochausgebildeter Pflegekräfte übernehmen müssten, aber schon im Sinne dessen, dass die diese ja heillos überlasteten Pflegekräfte durch Zuarbeit entsprechend entlasten können. Und deshalb von uns der Vorschlag, dass man nicht mit Kennedy gesprochen immer nur fragen muss, was kann das Land für einen tun, sondern dass durchaus auch die Frage zulässig ist, wenn einem so viel Infrastruktur, so viel Gutes, so viel kostenfreie Bildung, Ausbildung, all das zuteil wird wie in Deutschland, dass man dann durchaus auch fragen kann, was diejenigen, die davon profitieren, denn für ihr Land tun können. Und deshalb halten wir es für richtig, auch eine Art Bürgerjahr, ein Gesellschaftsjahr, ein Deutschlandjahr nochmal ergebnisoffen miteinander zu diskutieren. Wir wollen, Justus, das sage ich ganz ausdrücklich dabei, nicht zurück zur alten Wehrpflicht. Was wir uns vorstellen, ist auch nicht, die Menschen beispielsweise nach der Schule erstmal ein Jahr aus dem Verkehr zu ziehen und zu kasernieren, zu irgendetwas zu verpflichten, was sie dann ein Jahr lang ersatzlos tun müssen. Was wir wollen, ist,
bürgerschaftliches Engagement zu stärken, darüber Identifikation mit unserem Staat, mit unserer Heimat zu stärken und dafür zu sorgen, dass diese Verantwortung für den Staat auch in den Köpfen der Menschen verfußt ist. Und deshalb unser Vorschlag einerseits, das darf nicht nur für männliche Jugendliche gelten, wie früher bei der Wehrpflicht, sondern das muss für Frauen und Männer zugleich gelten. Und es darf nicht eine Wehrpflicht versus Zivildienst sein, sondern es muss jedes denkbare wertvolle gesellschaftliche Engagement umgriffen sein. Ganz egal, ob man sich dann für die Bundeswehr entscheidet, ob man sich für die Pflege entscheidet oder ob man sich auch dafür entscheidet, beispielsweise was gegen den Klimawandel zu unternehmen, indem man sich im Klimaschutz engagiert, ob man sich dafür entscheidet, sich bei Rettungsorganisationen, beim Roten Kreuz einzubringen, beim THW einzubringen, bei der Feuerwehr einzubringen oder anderswo. All das ist aus unserer Sicht zulässig. All das muss nicht kaserniert in einem Jahr stattfinden. Man kann sich da auch über einen langen Zeitraum immer mal wieder am Wochenende, wie beispielsweise beim THW, engagieren. Aber wir glauben, es ist und es wäre richtig, die Menschen auch insoweit in die Pflicht zu nehmen und die Menschen insoweit auf unsere Gesellschaft zu verpflichten, als man jedem und jeder abverlangen kann, für unser Land, das auch so viel tut für die Lebensqualität der Menschen, die dort leben und ihre soziale Absicherung, auch etwas zu tun in die andere Richtung aus der Gesellschaft heraus für dieses Land und für unseren Staat. Und deshalb unser Vorschlag, ein verpflichtendes Bürgerjahr, ein Deutschlandjahr, ein Gesellschaftsjahr, jetzt unter dem Eindruck der Ereignisse in der Ukraine noch einmal ergebnisoffen zu diskutieren. Das haben wir eingespeist in die politische Debatte und wir sind fest davon überzeugt, es könnte uns sehr helfen im Hinblick auf die gesellschaftliche Identifikation und Grundstimmung. Da ist ja viel auseinandergelaufen, auch im Zeitverlauf der Corona-Pandemie. Das kann wieder so ein sinnstiftendes, gemeinschaftliches Zusammenhaltsmomentum, ein Argument dafür ergeben. Wir glauben aber auch, wir können damit wieder den ein oder anderen positiv zur Bundeswehr bringen, viele Menschen in der Pflege entlasten und dafür sorgen, dass auch das, was die Lebensqualität in Bayern so besonders macht, nämlich der Zusammenhalt in den Vereinen beispielsweise, in den Rettungsorganisationen dadurch befördert werden. Das ist unser Vorschlag. Lasst mich auch gerne wissen über meine Antwort auf deine Frage, Justus, hinaus, was ihr von diesem Vorschlag haltet. Und wenn ihr jenseits dieses Vorschlags eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Bayerischen Landtag melde und es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.